Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem exklusiven Podcast Panorama Digital mit einer wahren Fußballlegende. Es ist Rainer Ernst, ein Mittelfeldspieler der alten Schule, der 56 Mal von 1981 bis 1990 das DDR-Nationaltrikot trug, dabei 20 Tore erzielte und noch eine beeindruckende Karriere beim BFC Dynamo hatte, mit 91 Toren und 216 Spielen. Wir werfen einen Blick auf seine spannende Zeit im DDR-Fußball, seine Erfahrungen nach der Wende im internationalen Fußball, denn wie zum Beispiel Girondins Bordeaux, AS Cannes oder FC Zürich, dort hat er dann gespielt, und wie der Fußball sein Leben geprägt hat. Bleibt dran für fesselnde Fragen, für einen Einblick in die faszinierende Karriere dieses Fußballers. Hallo Rainer Ernst, grüß dich. Hallo, schönen guten Tag. Rainer, es ist schön, dass wir gemeinsam heute hier zusammensitzen. Du hast ja eine beeindruckende Karriere gemacht in der DDR-Oberliga. Ich habe es ja gerade so ein bisschen mal vorgetragen und natürlich auch in der Nationalmannschaft. Dabei war aber der BFC Dynamo eigentlich deine prägendste Station in deiner Karriere. Wie bist denn du genau dorthin gekommen? Ja, natürlich über die Kinder- und Jugendsportschule, die wir damals in der DDR in der Ausbildung hatten. Ich bin ein Mecklenburger Kind, bin in Neustrelitz geboren und habe dann natürlich auch mit 4, 5 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Mein Vater war auch ein Oberligaspieler, hatte bei Empor Rostock und beim 1. FC Union gespielt. Also sozusagen das Talent vererbt. Das Talent vererbt. Der Ball war immer ein Begleiter bei jeder Reise, die wir getätigt haben, oder auch bei, also ich habe immer mit dem Ball geknödelt, wenn ich aus der Schule kam. Also der Ball war wirklich immer dabei. Und dann habe ich bei Dynamo Neustrelitz gespielt oder habe dann angefangen bei Dynamo Neustrelitz. Das wurde dann ja damals auch ein Leistungszentrum. Ja, und dann kam es zur Sichtung, und bei dieser Sichtung bin ich dann positiv aufgefallen und bin dann 1975 mit 14 Jahren zum BFC Dynamo gekommen. Ich konnte auch nur zum BFC Dynamo gehen, weil ich eben bei einem Dynamo-Verein, bei einem kleinen Dynamo-Verein gespielt habe. Also Dynamo musste zu Dynamo. Ich hatte zwar vor in Gedanken damals zum FC Hansa Rostock, was ja naheliegend ist in Mecklenburg-Vorpommern, aber es war gar nicht möglich. Dann hätte ich irgendwo bei Postneubrandenburg oder Eintracht Schwerin sein müssen, aber ein Dynamo musste damals zu Dynamo gehen. Oh, das ist jetzt für mich auch neu, gut, dass ich jetzt auch mal weiß. Wie war das für dich mit 14 Jahren? Ich meine, du musstest dann von zu Hause weg, Neustrelitz, Berlin. Okay, das ist jetzt ist ein Stückel, aber es geht halb, also heute geht's. Früher war das ja alles anders. Ja, es war so gewesen, dass man, als ich auf die KLS gekommen bin, gab es eine Fußball-Handball-Mannschaft oder Fußball-Handball-Klasse. Das heißt, es wurden auch nur 10 Fußballer in die Kinder- und Jugendsport Schule aufgrund der fehlenden Internatsplätze, oder es gab nur 10 Fußballer, die dort dann gesichtet worden sind. Und positiv war, dass wir durch die Trainingsarbeit meines Vaters eine hervorragende Truppe hatten und ich dann mit 2 weiteren Spielern aus Neustrelitz dann zum BFC Dynamo gegangen bin. Also es war immer eine Fahrgemeinschaft mit 3 Leuten, und das hat natürlich das ganze Heimweh mit 14 auch einfacher gemacht. Das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Bei mir war es anders, ich hatte immer Heimweh, deswegen durfte ich nicht auf die Sportschule nach Jena. Das war immer, ja, ich wollte immer zu meinem Papa. du gehörtest zum Beispiel ab der Saison 1978, 79 zum Spielerkreis dann, also nachdem du dich dort auf der Sportschule entwickelt hattest. Warst du aber auch dabei beim ersten Meistertitel vom BFC? Das war 78, 79 der erste Titel? Ja, ich bin gerade so noch mit in diese Runde gekommen. Ja. Also mein erstes Oberligaspiel war ein Spiel bei Chemie Böhlen, damals noch mit dem legendären Lutz Hafenstein. Ja, Hafenstein war hier Trainer. Ich habe ihn kennengelernt als Trainer bei uns hier. Genau, vom Ergebnis kann ich auch noch sagen, weil ich das nie vergessen werde. Also mein Eröffnungsspiel in der Oberliga war ein 10-3. Der BFC hat 10-3 gewonnen. Und das war das vorletzte Spiel in der Meisterschaft. Und dann gab es noch das Heimspiel gegen Karl-Marx-Stadt damals, das wir auch gewonnen hätten. Also habe ich dann in dem ersten Meisterschaftsjahr 2 Spiele gemacht und war damit also auch Beitragender für den ersten Meistertitel. Du hattest es aber nicht ganz so einfach, weil die ersten 3 Jahre warst du eigentlich immer so eher so der Ersatzspieler, ne?
Ja, kann man sagen. Ja, ja, du immer, also heute würde man sagen Ergänzungsspieler sozusagen. Ja. Stimmt, lag auch viel an mir selber, weil ich vielleicht nicht immer den nötigen Ehrgeiz damals gezeigt habe. Das kam dann erst danach, als mich dann Jürgen Boogs richtig geschliffen hat. Wie gesagt, ich wurde dann auch oft in die Nachwuchsmannschaft des BFC Dynamo wieder abkommandiert, weil dem Trainer das ein oder andere nicht gefallen hat. Also ich musste mich schon wirklich hart durchbeißen. Also es war wirklich nicht so, wie du sagst, der stetige Aufstieg, gespielt, 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 sondern immer wieder mit kleinen Dämpfern versehen. Aber wo lag das, also aus heutiger Sicht? Ja, ich habe viele Dinge dann auch nicht so ernst genommen. Also ich hätte damals doch manchmal noch verbissener trainieren müssen, sage ich mal so, und dann wäre vielleicht sogar noch das ein oder andere mehr rausgekommen. Das ist ja Wahnsinn. Aber das wusste halt keiner. Du hast natürlich dann bei allen folgenden Meistertiteln dabei mitgemacht, also hast du dann auch einen großen Anteil gehabt. Und dann in der Saison 83-84 warst du dann Stammspieler und hast sogar geschafft, innerhalb, als Stammspieler quasi das erste Mal, innerhalb dieses Jahres dann mit 20 Toren Torschützenkönig zu sein. Wie sind da diese Explosionen passiert? Ja, 20 klingt erstmal nicht viel, aber man muss dazu natürlich wissen, dass wir auch nur 14 Mannschaften in der DDR-Oberliga hatten, nicht so wie heute in der Bundesliga 18 oder zweite Liga 20. Also es gab nur 26 Spiele. Und wenn man dann in 26 Spielen 20 Tore macht oder auch 2 Jahre später, glaube ich, dann auch 26 Tore richtig, macht, ja. Dann ist das doch eine ganze Menge. Ja, ich habe natürlich immer auch davon gezerrt, dass ich gute Rechtsaußen und Linksaußen hatte, die doch das ein oder andere Tor vorbereitet haben. Und wie gesagt, mit meiner Übersicht und die ich zweifelsohne hatte, habe ich dann doch den ein oder anderen Treffer auch abstauben können. Du hast zu dieser Zeit Stürmer gespielt, bist ja dann ins Mittelfeld mehr oder weniger zurückgegangen. Lag ja daran, dass ihr auch tolle Spieler dazu bekommen habt. Andreas Thom zum Beispiel. Richtig. Thomas Doll. Thomas später. Doll, genau, ja, richtig. Ja. Später. Aber wie war das mit der Ausbildung? Bist du als Stürmer quasi Spieler ausgebildet worden oder hast du alles gemacht? Ich bin eigentlich als Mittelfeldspieler ausgebildet worden, weil Mittelfeldspieler war eigentlich der Spielmacher. Zum damaligen Zeitpunkt noch mehr als heute. Ja, also das heißt, im Grunde genommen hast du aus der Abwehr den Ball bekommen und konntest dann das Spiel dirigieren, lenken und leiten. Und das lag in meiner Art ganz doll als Fußballer. Und wie gesagt, und dann natürlich nachzurücken, um dann auch mit meiner Größe das ein oder andere Kopfballtor zu machen oder auch, ja, auch die Beidbeinigkeit war da. Also ich konnte damals auch schon ganz gut mit links schießen. Das ist ja immer damals eine Gefahr gewesen, als wir angefangen haben. Dann war es ja immer so, man war nur einbeinig so unterwegs. Aber wie gesagt, das hat alles ganz gut funktioniert und dadurch konnte ich natürlich eine ganze Menge Tore in meiner Karriere schießen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns auch im Vorfeld kurz darüber unterhalten. Also du warst einer derjenigen, den ich bewundert habe immer, weil ich gesagt habe, wenn der ernst spielt, dann gewinnen wir sowieso, also bezogen dann auf die Nationalmannschaft. Hat nicht immer geklappt. Aber ich fand das auch die Spielart, die Spielweise von dir wirklich sehr gut. Deswegen ist es umso schöner, auch heute mal mit dir gemeinsam Dankeschön. Hier da zu sitzen. Aber ich habe auch gesagt, du hast im falschen Verein gespielt. Also aus meiner Sicht. Ich war Jena-Fan damals, bin der Thüringer. Ja. Was hat denn das damals ausgemacht, so beim BFC Dynamo zu spielen? Also als ich noch jung in Neustrelitz war und auch, ja, auch meine Lieblingsmannschaften hatte, da muss ich ganz ehrlich weiter sagen, da war die Ducke-Ära da unten. Auch Jena war mein Verein. Auch nicht nur die Duckes, sondern auch Harald Irmscher. Das war alles so den Fußball, den ich gemocht habe. Also haben wir es gemeinsam. Sehr schön, freundlich. Ja, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, mit Harald habe ich immer noch viel Kontakt. Er war ja auch Co-Trainer der Nationalmannschaft und wir telefonieren das ein oder andere Mal. Also immer wieder schön, mit ihm zu sprechen. Die Frage hieß nochmal. Die Frage hieß, was der BFC dann so ausgemacht hat. Also du musstest ja gesagt, Dynamo musste zu Dynamo, weil du delegiert worden bist. Das hat es dann ausgemacht, beim BFC dann zu spielen. Ja, na, ich habe schon an anderen Stellen mal erwähnt, die DDR, es war schon kein einfaches Land, sage ich jetzt einfach mal so. Es war natürlich auch eine Diktatur des Proletariats, wie man sagt, aber die Diktatur war mal doch ein bisschen anders verteilt. Es war so, dass der Nimbus Berlin ja da war. Eigentlich Berlin war schon eine Vorzeigestadt gegenüber den anderen Städten in der Republik. Wir haben vorhin das Thema Bananen mal gehabt oder auch andere Dinge oder auch Apfelsinen oder was auch immer. Melonen. Wenn die ersten Delikatläden sind natürlich in Berlin aus dem Boden gestampft worden. Also Berlin hatte immer diesen Sonderstatus, da unsere Regierung zeigen wollte, guck mal, was wir alles hier haben. Dadurch hatten wir es in Berlin schon immer schwierig.
schwer, natürlich auch, wenn wir mit unserer Mannschaft dann auswärts die Auswärtsspiele bestreiten mussten, was wiederum zum Teil schön war, weil wir haben immer unter voller Kulisse gespielt. Also das heißt, ob wir jetzt nach Dresden gefahren sind, die Stadien waren immer voll. Die waren immer voll und das ist natürlich schön, wenn man als Fußballer in ein volles Stadion kommt. Thomas Doll hat mal gesagt, wir hatten immer das Problem, egal wo wir hingekommen sind, haben uns alle gehasst. Hast du das auch für dich immer so erlebt? Ja, Hass ist natürlich ein schwieriges Wort, aber so dieses Auspfeifen. Diese Antipathie, dass man einfach sagt, okay, aber wie gesagt, das hängt natürlich mit dem Status Berlin zusammen, wie ich schon gesagt habe, und dann natürlich auch mit der Regelmäßigkeit der Meistertitel. Man wollte dann natürlich schon mal gerne, dass, ich sag mal, wenn Bayern München 10-mal Meister wird, dann hat man natürlich gewisse Bayern München Fans, aber dann ist der größte Teil auch gegen sie, ne? Und das war bei uns natürlich auch so. Und dadurch, dass wir natürlich auch noch ein Verein waren, der dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt war, was ich auch als junger Mensch damals, bevor ich zum BFC gekommen bin, gar nicht wissen konnte. Also deswegen, das sind dann alles so Dinge, die dann natürlich auch gegen uns dann gerade in den Auswärtsspielen dagegen waren. Wie war das so im Umfeld? Wie habt ihr das wahrgenommen, dass die gesagt haben, ey, Stasi-Verein oder so? Habt ihr das eigentlich so wahrgenommen, so für euch persönlich? Na, persönlich eigentlich nicht, weil in der Gruppe waren wir schon stark, sage ich einfach mal so. Das hat uns eigentlich immer noch mehr angespornt. Aber wie gesagt, wir haben ja nicht für den Erich Mielke gespielt oder so. Wir haben wirklich für uns gespielt. Wir wollten gewinnen, wir wollten Meister werden. Und wie gesagt, wir hatten ein Trainerkollektiv, was uns geschliffen hat, was sehr hart war. Also wie gesagt, es ging uns rein nur um die sportliche Leistung. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, das hatte ich mir extra mitgebracht. Und zwar gibt es ein Dossier in Medienberichten, also nach der Wende, da greife ich vielleicht ein bisschen vor. Das hieß Ball 88 mit Kennwort. Und da steht eben drin, dass der Erich Mielke auch damals gesagt hat, der BFC spielt so lange, bis er gewinnt. War das bei euch so auch Losung oder wusstet ihr das? Nein, also so weiß ich es nicht und dann hätten wir auch kein Spiel verloren, sage ich einfach mal so. Das würde ja aussagen, dass wir heute noch spielen würden. Das glaube ich nicht. Also es ist im Volksmund so, dass man manchmal gesagt hat, natürlich, da haben sie wieder 6-7 Minuten länger gespielt und dann ist doch noch das Tor gefallen. Aber wie gesagt, also im Grunde genommen haben wir auch genug Spiele verloren. Weil du es gerade sagst, kannst du dich an das Pokalspiel der Schande erinnern? Gegen Lok Leipzig, als in der 97. Minute dieser Elfmeter gepfiffen wurde, weil du ja sagst, das wurde so lange gespielt, bis du... Okay, ich kann mich daran erinnern, aber mittlerweile habe ich auch von anderer Seite gehört, dass das widerlegt worden sei durch so und so viele andere Aufnahmen, dass Bernd Schulz, glaube ich, der da zu Fall gebracht worden ist, der dann doch wohl geschubst worden ist. Also wie gesagt, wir haben es damals nicht wahrgenommen in dem Sinne. Heutzutage kann man natürlich da immer drüber reden. Wenn es dann Elfmeter gibt, musst du ihn reinschießen, kannst ihn auch nicht verschießen. In jedem Fall. Ich habe es vorhin auch gerade gesagt, in 260 Partien für den BFC 91 Tore geschossen. Das sind quasi, so im Schnitt, wie viele Tore sind das? Ein Drittel, ne? Ein Drittel. Jedes dritte Spiel irgendwann mal getroffen. Ja. Genau. Ja. Es gab aber auch die Zeiten, gerade zu DDR-Zeiten, das Thema BFC und Dresden, also quasi Dynamo Berlin und Dynamo Dresden. Wie kannst du dich an diese Zeit erinnern, diese Rivalität? Ja, erstmal war es immer schön, nach Dresden zu fahren, weil Dresden hatte, glaube ich, zu DDR-Zeiten das drittgrößte Stadion. Ich glaube, wir hatten das Zentralstadion in Leipzig, dann hatten wir das Stadion der Weltjugend und dann gingen in Dresden, glaube ich, auch immer gut über 30.000 Zuschauer rein. Also das war immer schon imposant und das hatte ich vorhin schon erwähnt, meistens immer ausverkauft. Mhm. Also erstmal die Kulisse war da, was natürlich einen jeden Fußballer anspornt. Ja. Und dann hat Dresden einen ähnlichen Fußball gespielt wie wir, also sehr gute Fußballer in ihren Reihen, von hinten angefangen, ich sage jetzt mal über Gott hat ihn selig, den Dixi Dörner bis also alles fußballintelligente Leute. Reinhard Häfner, leider auch schon richtig, verformen, richtig. Dann auch vorne Ulf Kirsten, Matthias Sammer kam dann später, Atze Döschner natürlich dazu, also auch wirklich gute Fußballer. Wo es dann natürlich auch immer gepasst hat. Wenn man dann nach Stahl-Riesa gefahren ist, dann hat man schon gewusst, da kriegt man einen auf die Socken. Ja, weil das waren deren Stärken. Und deswegen waren die fußballerischen Momente dann oder die Spiele gegen Dynamo Dresden immer was Besonderes, weil sie auch ein gewisses fußballerisches Niveau hatten. Wie hast du dich auf solche Spiele vorbereitet?
Ja, wir haben uns natürlich immer sehr, sehr, sehr stark auf solche Spiele vorbereitet, weil wir sind mit dem BFC, was niemand weiß, da kann man vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sehr gerne. Immer schon vorher in ein Trainingscamp gefahren. Also das heißt, wir haben vor jedem Oberligaspiel, egal wie, gegen wen es war, ob es Stahl Riesa, Hansa Rostock oder Dynamo Dresden war, sind wir entweder ein oder zwei Tage vorher in ein Camp gefahren. Also es gab ein besonderes Trainingslager, das war in der Nähe von Berlin, in Ugli hieß der Ort. Und dann sind wir entweder am Donnerstag einkaserniert worden oder eben Freitagmittag. Also wir haben uns immer sehr akribisch vorbereitet auf jedes Punktspiel. Da siehst du, hast du wieder was Neues erzählt. Ich war auch einmal in einem Trainingslager. Ja. Das war vor einem Spiel gegen Bischofswerda, damals CDR-Liga. Ja. Was wir aber gemacht haben, wir waren zwei Tage dort, also auch zwei Nächte, und haben natürlich aber auch nur getrunken. Das war halt dann unser Fehler, denn wir haben dann verloren. Nee, wir wurden gut kontrolliert und wir kamen auch nicht an die entsprechenden Getränke ran. Aber das wollte ich mal sagen. Also es ist auch immer so, dass wir am Spieltag immer verreist sind. Also wir sind nie einen Tag vorher in den Spielort gefahren, also auch nach Dresden oder nach Erfurt. Erfurt hatten wir ja auch mal 400 Kilometer von Berlin aus ungefähr oder 350. Ja. Also was andere Mannschaften gemacht haben, dass sie dann irgendwo im Hotel oder in irgendeinem anderen Herberge geschlafen haben. Wir sind immer am Spieltag gefahren und auch natürlich am Spieltag wieder zurück. Das zeichnet uns vielleicht auch wieder aus. Ja. Ja, und wie gesagt, ich kann mich immer noch an die Situation erinnern, wenn wir auf der Autobahn dann aus der Gulaschkanone so ungefähr dann unsere Nudeln mit Gulasch gegessen haben. Dann haben die anderen Passanten, die dann irgendwo da geparkt haben, immer geguckt, wer ist denn das? Aber dann wusste man, okay, der BFC ist wieder auf Auswärtstour. Auch das ist sehr spannend, dass ihr wirklich eben nicht diesen Luxus hattet, dass ihr dann im Hotel raus, dann zum Spiel, sondern... Nein, das machen wir manchmal auch nicht so einfach. Ich meine, wenn man nach Erfurt gefahren ist, was dann damals die weiteste Verbindung war, dann musstest du natürlich erstmal 3,5 Stunden, 4 Stunden Busfahrt abschütteln. Im Icarus, genau. Ja, genau. Bei den Straßenverhältnissen. Genau, genau. Und ja, aber das hat eigentlich unserer Leistung ja nicht geschadet, aber man musste sich erstmal ein bisschen auslaufen dann erstmal. Ja, ja, man spricht dann so von schweren Beinen. Genau, ja, ja. Die muss man erstmal dann wieder ins Rollen bringen. Ja, für uns war es damals, wir sind von Weida damals zur DDR-Liga nach Dessau gefahren. Und da ist im Hermsdorfer Kreuz bei 120 der Zwillingsreifen hinten geplatzt. Okay. Also solche Sachen kenne ich natürlich auch noch. Ja. Und dann kommst du dann nach 3-4 Stunden an, bist eigentlich völlig kaputt und musst dann noch 90 Minuten rennen. Also das war schon... Ja, das kann ich verstehen. Starke Leistung, aber ihr wart ja auch trainiert. Wie oft habt ihr eigentlich trainiert am Tag? Viel zu viel, also wirklich viel zu viel. Also wir haben, das ist das eigentlich, was ich auch jetzt im Nachhinein noch sagen kann. Mhm. Wir waren ja und in der DDR war der Fußball auch unter einer Rubrik Ausdauersportart. Und deswegen musste der auch so und so viele Stunden vom DTSB, war es vorgegeben, wie viele Stunden er trainieren musste oder wie viele Stunden der Trainer mit uns trainieren musste. Und als ich dann meine anderen Stationen alle noch durchlaufen habe, habe ich dann auch ganz klar erlebt, dass wir eigentlich zu hart und zu viel trainiert haben. Das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich eine Frage am Ende, aber das komme ich nochmal drauf zurück. Du hast gerade gesagt, andere Stationen, du warst ja vorher eigentlich auch Leichtathlet, ne? Das fällt mir gerade ein. Ich war mal kurzzeitig Leichtathlet, ja, oder habe beides gemacht. Also wir kennen die Spartakiaden, die es früher gab in den jeweiligen Orten. Und ich weiß die Geschichten noch, dass wir Fußball gespielt haben und mein Vater hat dann gesagt, er ja unser Trainer war, du pass mal auf, du musst aber gleich noch oben 60 Meter laufen, geh nochmal durch, schieß einen rein, dann nehme ich dich raus, dann kannst du oben starten. Also so ist es wirklich gelaufen, dass ich dann dort oben auch dann in der Leichtathletik nochmal, also damals war das Ziel, so viel Medaillen wie möglich zu hamstern. Und ja, dann habe ich dann doch, da war ich dann froh, wenn ich an so einem Wochenende dann 7, 8 Medaillen errungen habe. Und ja, die eine im Fußball, die war die wichtigste. Aber wie gesagt, ich habe dann auch ob es damals Schlagball, Weitwurf war oder 800 Meter oder 60 Meter. Crosslauf hast du auch gemacht? Crosslauf haben wir auch gemacht und wenn ich noch ganz viel aus der Vergangenheit plaudere, dann bin ich auch mal Bezirksmeister im Skilanglauf geworden, ne? In Mecklenburg-Vorpommern. Das Jetzt könnte man sagen, ich war der Einzige, der gelaufen ist, aber es ist nicht wahr. Aber ich weiß auch noch, dass es damals gar keine Langlaufski gab, sondern diese Bezirksmeisterschaft, da gab es diese, ich glaube, man hat sie genannt, Touristik-Ski, die eher breiter waren. Genau. Und ja, irgendwo gab es dann einen Anklamm der Bezirksmeisterschaft und
Mein Opa ist mit mir damals hingefahren, weil meine Eltern hatten irgendwie nicht die Zeit an dem Wochenende. Und dann bin ich auch wieder mit der Goldmedaille als Bezirksmeister im Skilanglauf nach Hause gekommen. Also, liebe Zuhörer, Rainer Ernst, ein absoluter, er kann alles. Er kann nicht alles. Nein. Große Schwächen im Ton. Aber wie gesagt, alles, was mit Ballsportarten eigentlich so ein bisschen zu tun hat, das macht er gerne. Und da habe ich gerade gesagt, 91 Tore bei 216 Oberligaspielen. Kannst du dich vielleicht an eins erinnern oder zwei Tore erinnern, wo du sagst, die vergesse ich nie? Ja, es gibt ein Tor in Erfurt, das ich nie vergesse. Ich weiß nicht, warum ich da von einem Erfurter angespielt worden bin und ich den Ball von 35 Metern mit links oben in den Winkel haue. Ich weiß, dass Benker da im Tor stand. Also das vergesse ich nicht, weil das war so urplötzlich. Also ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber wie gesagt, dann sehr, sehr schnell geschaltet und einfach mal gegengehauen mit dem linken Bein. Hätte überall landen können, der Ball im ganzen Stadion, aber er landete wirklich im Winkel und wie gesagt, das war eines meiner schönsten Tore mit, finde ich. Aber bei 90 Toren gibt es das ein oder andere Tor. Und wir haben ja jetzt die Leute, mit denen wir Kontakt haben von Panorama Digital, die haben ganz viel in ihrer Kiste drin von Aufzeichnungen und da ist das ein oder andere Tor, wo man wirklich noch Gänsehaut bekommt. Wo du auch selber sagst, Mensch, was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Konnte er das wirklich? Ja. Wir hatten kurz eine Lesung mit Wolfgang Altmann und Lutz Lindemann und auch da hat Lutz Lindemann gesagt, weil der Wolfgang Altmann, da haben wir ein paar Tore gesehen, sagt, ich wusste gar nicht, dass der so schießen kann. Ja. Also deswegen ist es wichtig, dass wir das heute so machen oder dass wir diesen Podcast machen, generell mit vielen anderen auch. Und deswegen ist es auch schön, dass du da bist und auch diese Geschichten auch mal erzählst, weil viele Fans wollen bestimmt auch mal so ein bisschen wissen, was denn so in der Vergangenheit war. Und da hast du ja schon viel erzählt. Du hast natürlich auch nicht nur in der DDR-Oberliga gespielt, sondern eben auch in der DDR-Nationalmannschaft. Mhm. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du in die DDR-Nationalmannschaft berufen worden bist? An den Moment nicht mehr so richtig, aber ich kann mich natürlich an mein erstes Länderspiel erinnern. Das war in Jena. Mhm. Damals haben wir gespielt DDR gegen Malta. Und ich wurde in der zweiten Halbzeit durch Bernd Stange eingewechselt und habe da ein paar Minuten dann spielen dürfen. Und das war mein erstes Länderspiel. Wie hast du dich da gefühlt, so für die DDR mal aufzulaufen? Ja, das ist natürlich immer das große Ziel eines jeden Fußballers, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und das hat man natürlich Herzklopfen ohne Ende. Ich weiß auch, dass wir da in Leipzig vorher in der Sportschule waren, ab Naundorfer Straße, dann mit dem Bus runtergefahren sind nach Jena. Und ich weiß auch, dass ich vor Aufregung nicht schlafen konnte, aber das ist, glaube ich, was Normales. Und und dann kam dann doch noch das ein oder andere Länderspiel hinzu und das war eigentlich doch eine ganz gute Karriere. 56 an der Zahl, 20 Tore. Mit welchen Spielern hast du da zusammengespielt, wo du sagst, Mensch, das war eine schöne Zeit? Na, fangen wir bei Dynamo Dresden an, weil wir die Dynamo-Duelle hatten, natürlich mit dem legendären Dixie Dörner. Ja. Ja, mit Reinhard Häfner, mit Ralf Minge. Mit Ralf Minge habe ich mir das Zimmer geteilt dann in einiger Zeit. Ja, es heißt ja immer, dass er ein bisschen so mürrisch ist oder sowas. Ist das wirklich so? Nee, ist nicht. Ein Funskerl, wirklich. Und wie gesagt, Ralf hat natürlich andere fußballische Fähigkeiten als ich. Der schmeißt sich überall rein. Ich habe immer gesagt, wo der mit dem Kopf hingeht, gehe ich nicht mit dem Fuß hin. aber das hat sich auch alles gut ergänzt. Und ich meine, wir hatten damals nicht den Luxus. Wir haben immer zu zweit in einem Zimmer geschlafen, in einem kleinen Zimmer, in der Sportschule oder sowas. Und das war eben Ralf, den ich vor kurzem erst wieder getroffen habe. Mhm. Und wir haben auch die alten Anekdoten so ein bisschen aufgefrischt. Also das waren die Dresdner Spieler. Natürlich Maxe Steinmach, Joachim Streich. Ja. Ich durfte das 100. Länderspiel von Joachim Streich mitmachen, das er im Wembley absolviert hat. Also der hat sein 100. Länderspiel im Wembley gespielt und wurde da gehuldigt von den englischen Fans auch von der englischen Mannschaft. Also es gab schon eine. Und dann natürlich mit unseren Youngstars, will ich es nennen, Matthias Sammer, Rico Steinmann, Andreas Thom, Thomas Doll. Also das sind ja doch fast 10 Jahre gewesen. Also da hat man doch schon mit einigen zusammengespielt. Das ist ja Wahnsinn. Was war dein größter Erfolg mit der Nationalmannschaft? Ja, also fangen wir das Negative an. Ich habe es leider nie geschafft, bei einer EM oder WM mal teilnehmen zu dürfen. Und da hätte man ja doch noch ein paar Länderspiele mehr damit aufs Konto bekommen. Wie ist das so, wenn du drüber nachdenkst, dich auch mit anderen Kollegen unterhältst, die das dann mal auch geschafft haben? Ist das so ein bisschen so ein bisschen Wehmut? Ja, es ist Wehmut. Es ist Wehmut. Es ist traurig, mal so ein Turnier allein gehabt zu haben. Also nicht nur 3, 4, 5 Länderspiele mehr, aber mal so einen Turniercharakter zu spielen zu können. Wir sind immer recht knapp gescheitert. Also meistens
meistens immer an den Franzosen oder auch an, damals hieß es ja Sowjetunion, meistens waren wir mit denen in der Gruppe. Und irgendwo haben wir immer Federn gelassen. Also das heißt, wir haben dann die Spiele, wo heute manche Leute Federn lassen, in Island immer klar gewonnen. Aber dann in der Konstellation gegen diese Mannschaften haben wir dann doch manchmal die eine oder andere Niederlage kassiert. Hm. Naja, aber das ist halt einfach so, dass du auch diese Sachen gemacht hast oder durch musstest. Du hast die U21 hast du durchgemacht. Also warst du U21, du warst Olympia. Nein, Olympia nicht. Kein Olympiaspiel, weil ich eben ein WM-Qualifikationsspiel hatte und dadurch ausgeschlossen war. Aber ich habe auch, ich glaube, rund 23, 25 Spiele in der U21. Mhm. Ich habe in der Juniorenauswahl 20 Spiele gemacht mit allen. Damals gab es ja immer zwei Länderspiele in einer Woche. Also wenn man als Junior gereist ist, hat man Dienstag eins gemacht und Donnerstag eins. Ja, aber das war eben so. Ja, und wie gesagt, also ich bin dann eigentlich wirklich den normalen Weg gelaufen, also ohne dass ich wie andere Leute, die dann später dazu stoßen. Also ich habe irgendwie so einen konstanten Weg dann absolviert. Aber du sagst gerade Olympia-Auswahl. Wieso durftest du nicht Olympia-Auswahl spielen? Ja, weil ich hatte den Status, wenn ich dieses WM-Spiel gemacht habe, damals gegen Malta, dass ich dann einen Profi-Status hatte. Also das war dann auch so konzipiert, dass eben Leute, die eben aus der Bundesrepublik oder aus Frankreich, die einmal WM-Qualifikation gespielt hatten, dann auch als Profi. Ach, galten. Okay, das hat sich heute geändert. Heute ist es ja ein bisschen anders. Es ist ja meistens dann die U21, die da spielt. Und die dürfen ja heute, glaube ich, zwei Ältere noch mitspielen lassen oder irgendwie sowas. Ne? Das ist, glaube ich, der Status heute. Wie war das damals mit der Regelung bei euch? Weil du sagst älter und jünger, da gab es ja auch diese... Das gab es nur bei der Nachwuchsauswahl. Da durften auch zwei Ältere mitspielen. Und dann habe ich meistens mit so legendären Karl-Marx-Städtern wie Joachim Müller gespielt. Ach, okay. Oder auch ein Leipziger, die da mitgespielt haben. Also das war so, dass die zwei Alten, die angesagt haben, wo es lang geht und man wirklich dann immer Spiele hatte, an denen man hochschauen konnte. Mir fällt aber, weißt du, was mir gerade einfällt? Es war ja früher mal oft viel Schwarz-Weiß-Fernsehen, ne? Bis es dann mal Bundfernsehen gab, glaube ich, in den 80er haben wir das gehabt. Ja. Als ich dich aber dann nochmal gesehen habe, du sahst immer ein bisschen ähnlich aus wie der Riediger von Dynamo Dresden. Nee, Riediger von BFC auch. Vom BFC meine ich. Genau. Gab es da auch mal Verwechslung? Ja, es gab schon Verwechslung, wobei, dass wir also in der optischen Sache ist es schon so, dass wir wirklich ähnlich aussehen, aber wir waren zwei ganz verschiedene Spielertypen. Also er unheimlich schnellkräftig, dynamisch und ich eher ruhig, lang ausdauernd. Ja, und wie gesagt, ich durfte ja die erste Zeit noch mitspielen mit ihm und er war so eine wirkliche Granate als Fußballer. Ja. Und wie gesagt, am Ende war es ja auch so gewesen, dass sich die Schnelligkeit immer durchgesetzt hat. Das haben wir dann besonders gesehen mit der neuen Generation, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, Andy Thom, Ulf Kirsten, ja, Matthias Sammer, das waren alle schnelle Jungs. Früher, wir konnten in aller Ruhe den Ball nochmal annehmen, aber die haben natürlich so viel Feuer entfacht und das sehen wir auch heute auch, Schnelligkeit ist das Allerwichtigste mit dem Fußball. Das ist in jedem Fall, was sagst du zum Beispiel, wenn es darum geht, Fußball früher und heute, was sagst du dazu, wie hat er sich verändert? Ja, viel athletischer. Und ich fangen wir mal ganz anders an. Die reine Spielzeit ist viel länger. Früher hatten wir einen Ball. Ja, heute sind 7, 8 Bälle, die werden sofort wieder eingeworfen. Ja. Früher hatten wir zu DDR-Zeiten ein Stadion, das noch eine Aschenbahn drum hat. Wenn man den Ball hinter das Tor geschossen hat, hat es auch eine Weile gedauert. Also ich habe irgendwie mal gehört, dass die Durchschnittsspielzeit damals 53 Minuten war. Oh. Also wenn man überlegt, 90 Minuten dauert ein Spiel und wir haben wirklich nur 53 Minuten gespielt, dann ist das recht wenig. Ja, das ist natürlich mit heutzutage gar nicht zu vergleichen. Also, und dann kommt dazu natürlich, dass das viel athletischer geworden ist, dass es viel schneller geworden ist, dass es taktisch mehr verschoben wird. Also der Fußball hat sich schon gewaltig verändert. Hat dir das bei deinem Mittelfeldspiel dann, also mit deiner Ausdauer und so, was du angesprochen hast, hat dir das geholfen, dass du früher in der Leichtathletik so viel aktiv warst? Zum Teil ja, weil ich eben ein ausdauernder Spieler war, aber zum Teil hat mir das auch ein bisschen Schnelligkeit genommen. Also wenn ich dann viele Crossläufe, 800 Meter Läufe gemacht habe, dann kriegt man ja doch andere Muskelfasern, die Schnellkraft fehlt ein bisschen und deswegen hat positiv wie negativ. War bei mir übrigens ähnlich so, wir sind ja fast gleich groß, bin ein kleines bisschen größer, aber es war bei mir tatsächlich, ich bin auch sehr viel gelaufen, deswegen habe ich eher im Mittelfeld gespielt, auch so Zehner, Achter oder Zehner und war dann zwar Mittelstürmer und da war ich zu langsam. Ich war zwar groß, kopfballstark, aber war zu langsam, das hat mir es dann auch gekostet, aber hast du schon vollkommen recht. Ja. Jetzt kommen wir mal zu der Zeit, es gab dann die Wende 1990, wie hast du das erlebt? Aus sportlicher Sicht war es ja so gewesen, dass wir gerade WM-Qualifikationsspiel in
Österreich hatten und eigentlich nur unentschieden wieder spielen mussten, um bei der WM teilzunehmen. Toni Polster hat uns drei eingeschenkt und ja, alles, was wir so gerne gemacht hätten, ist nicht eingetreten. Aber natürlich, wie du schon richtigerweise sagst, die Wende war im vollen Gange. Also die Mauer ging auf, die Leute sind zu dieser Zeit gerade in Berlin auch über die Mauer oder durch die Mauer gegangen. Und unsere Gedanken waren nicht mehr bei dem WM-Qualifikationsspiel. Ich glaube, Ete Geier hat gesagt, mal, wenn die Mauer 10 Tage später aufgegangen wäre, also bedeutend 10 Tage später nach dem Spiel, wäre die Konzentration da gewesen und wir hätten es geschafft, da in Österreich dieses Unentschieden zu erringen. Ja, und sonst war es natürlich so gewesen, dass wir alle natürlich gerne nochmal auch in den westdeutschen Fußball wollten, um nochmal uns bei den Vereinen zu messen und auch da versuchen, unsere Leistung zu bringen. Und es ging natürlich auch, um ein bisschen nochmal an das große Geld ranzukommen. Natürlich. Und du hast natürlich auch eine entsprechende Karriere hinter dir. Du bist ja dann als allererstes, wo bist du hingegangen? Na, es war ja so, dass Andreas Thom der erste Spieler war, der weggegangen ist, der dann zu Bayer Leverkusen gegangen ist. Und der ist ja schon zur Winterpause gegangen. Und ich, das kann man auch jetzt hier so sagen, das ist schon jahrelang her, ich war eigentlich dann mit Borussia Dortmund schon einig. Ach. Mhm, ja, ich habe sogar schon eine sportärztliche Untersuchung gemacht. Aha. Und und dann kam ich wieder von der Reise von Borussia Dortmund und der Norbert Meyer, der da Manager war, der wollte dann eine Woche später nach Berlin kommen, um den Vertrag zu unterschreiben. Und ich war dann, als ich wieder zu Hause ankam, hatte ich ein Interview bei der Bild-Zeitung mit Walter Straten. Und ich wollte mich ein bisschen öffnen und dann habe ich da einen Satz gesagt, den ich hätte lieber nicht sagen sollen. Ach, du lieber Gott. Ich habe gesagt, ich habe viele meiner Tore auf Video und bei manchen Elfmetern muss ich schmunzeln. Ja, und das war dann das Ergebnis, dass der BFC gesagt hat, und du gehst nicht nach zu Borussia Dortmund. Du stellst hier unsere Meistertitel alle in Frage. Ach, und dann hat der BFC nicht mehr reagiert. Norbert Meyer ist nicht nach Berlin gekommen, um den Vertrag zu unterschreiben. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon in der Winterpause zu Borussia Dortmund gewechselt. Boah, was hast du denn da gedacht? Heutzutage sage ich, wer weiß, wofür es gut war. Ich bin ein halbes Jahr später zum ersten FC Kaiserslautern und mit denen deutscher Meister geworden. Also das heißt, doch alles richtig gemacht. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber wie gesagt, da war natürlich erstmal Resignation und ich hatte kurzzeitig wirklich die Lust am Fußball verloren. Aber wie gesagt, am Ende musste ich mir wahrscheinlich selber an die eigene Nase fassen. Manchmal ist es besser, man hält den Mund. Ja, das ist, du merkst auch heute, ne, wenn Spieler interviewt werden, ne, wo man dann merkt, ganz abgeklärte Interviews und so weiter, wo sich ja viele drüber aufregen, wo sie sagen, Mensch, manchmal wäre ein bisschen mehr Emotionen gut. Ja. Aber das, was du halt gerade gesagt hast, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Überschwänglichen heraus. Ne? Ja, und ein bisschen öffnen. Man hat ja doch manchmal gesagt, Schiebermeister und der eine fünfte Schiedsrichter, das kam ja auch mal so oder so. Ich sage ja nicht über die ganze Zeit oder über die Konstanz, dass man immer sagt, okay, so ein Meistertitel ist zusammengeschoben worden. Nein, das auf keinen Fall. Aber wir haben öfter mal auch 4-0 geführt gegen Stahl Riesa und dann kam nochmal ein Elfmeter und warum, fragt man sich wirklich manchmal selber. Aber wie gesagt, das muss man auch aus der Sicht der Schiedsrichter natürlich betrachten und nicht von uns. Also wir wollten es nicht. Aber ich weiß auch, dass Erich Mielke natürlich derjenige war, der entschieden hat, welche Schiedsrichter international pfeifen dürfen. Ach. So, glaube ich, war die Sache. Und das waren dann natürlich auch die Auslandsreisen. Das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Ja. Ausland, du hast gerade gesagt, du bist einer derjenigen, der in der DDR 10-mal DDR-Meister geworden ist und gleich nach der Grenzöffnung einfach mal deutscher Meister geworden. Ja. Mit Kaiserslautern. Mit Kaiserslautern. Sprechen dich die Leute heute noch drauf an? Ja. Ich war ja mal eine gewisse Zeit lang der erfolgreichste Fußballer. Jetzt hat der Thomas Müller mich, glaube ich, ein und überholt, der jetzt, glaube ich, 12 Meistertitel hat. Aber ich war ja derjenige, der mit 11 Meistertiteln doch immer noch mal eine ganze Zeit lang geführt hat. Natürlich sprechen mich die Leute an. Die fragen natürlich auch, wie war das, wie ist das passiert? Ja, ich bin dann im Sommer, habe ich dann gesagt, pass mal auf, Kalli Feldkamp hatte mich gesichtet und hat mich eigentlich auch als Libero gesichtet. Da habe ich beim FC Berlin Libero gespielt. Okay. Ja, groß, im Mittelfeld gespielt. Hat. Nicht mehr zu viel laufen. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, okay, kommst du zu uns. Und dann bin ich dann zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt. Dort habe ich aber wieder im Mittelfeld gespielt. Und
so wie ich das von den Leuten da unten auch gehört habe, auch einen gehörigen Anteil daran, dass wir Deutscher Meister wurden. Mhm. Weil Kaiserslautern wäre das Jahr vorher fast abgestiegen. Mhm, richtig, ja. Ist zwar Pokalsieger geworden noch in Berlin, aber wie gesagt, wäre fast abgestiegen. Aber wie gesagt, wir haben dann unter Kalli Feldkamp eine super Serie gespielt. Also ich weiß, das weiß ich auch noch in meinem Kopf. Erstes Spiel war gleich beim HSV. Kaiserslautern hatte 20 Jahre nicht beim HSV gewonnen. Ich gegen meine Rivalen Thomas Doll und Frank Rode beim HSV. Super, ja. Und was passiert? Kaiserslautern gewinnt 3-1 beim HSV. Ja, und ich weiß, da habe ich mein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Also Stefan Kunz wird gefoult und ich habe mir sofort den Ball geschnappt und habe wieder einen Elfmeter geschossen. Also wie gesagt, es ging gleich wieder erfolgreich weiter. Und das war natürlich wunderschön. Wie haben da die Jungs reagiert vom HSV? Da kann ich nichts mehr drüber sagen. Also wir haben uns vor dem Spiel so ein bisschen angemacht, so ein bisschen mit rechts und links, aber das gehört dazu. Mhm. Aber wie gesagt, wir waren dann gleich auf einer Erfolgswelle und das war natürlich wunderschön, weil wenn man in Kaiserslautern Erfolg hat, dann wird man durch dieses kleine Städtchen fast nur noch getragen. Ja. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wenn man keinen Erfolg hat, so wie das jetzt die letzten Jahre war, weil von der Bäckersangestellten bis zur Apothekerin, alle reden nur über Fußball. Und du kommst ja eben aus Mecklenburg. Wie bist du mit dem Dialekt überhaupt zurechtgekommen? Auch der Pfälzer Dialekt. Also wenn die nicht richtig pelzisch gesprochen haben, dann war das schon okay. Ich kenne es, ich habe viele Jahre in Mannheim gelebt, deswegen kenne ich da die Ecke. Ja. Und das Stadion da hoch, seid ihr da, habt ihr auch mal so Hangläufe gemacht oder so Bergläufe? Haben wir auch gemacht. Wir hatten ja damals Kalli Feldkamp als Trainer und das war schon auch, athletisch waren wir sehr gut ausgebildet. Also wie gesagt, das war eine tolle Zeit. Mhm. Du bist dann aber weg von Kaiserslautern und bist ins Ausland gewechselt, zu Girondin Bordeaux. Ja. Warum nach Frankreich und nach Bordeaux? Das hat eine Vorgeschichte. Mhm. Die Vorgeschichte erzähle ich gleich. Das andere war, ein deutscher Trainer wollte mich, Gernot Rohr, der damals auch, dann wenn ich jetzt auf Mannheim, als ja ein Mannheimer, der dann auch bei Bayern München gespielt hat. Ich habe unheimlich gute Erfahrungen an Frankreich gehabt. Ich bin da mal als, ich würde sagen, 15-, 16-Jähriger bei einem internationalen Turnier als bester Fußballer ausgezeichnet worden. Da waren wir mit der DDR Nachwuchsauswahl und wie gesagt hochkarätige Mannschaften da, also Ländermannschaften, und ich wurde bester Spieler des Turniers. Das war was ganz Besonderes. Dann erinnere ich mich gerne an dieses 2-0 in Leipzig mit einem hervorragenden Spiel meinerseits, genauso wie an das 0-1 oder das 1-0 in Paris, wo ich ein sagenhaft schönes Tor mache. Und das war so ein bisschen Frankreich-Affinität und da war es natürlich, lag es auf der Hand, wenn einer anruft, dann würde ich gerne nach Frankreich gehen. Was ja nicht einfach wäre, wenn man als Ostdeutscher nach einem Jahr Westdeutschland dann auch gleich noch in ein anderes Land wechselt. Ist ja nicht das Einfachste. Aber wie gesagt, wir haben uns das getraut, haben natürlich durch Gernot Rohr viel Hilfe bekommen als Trainer, der ja Deutsch spricht und der mich zum Anfang sehr stark unterstützt hat. Ja, und bin dann eigentlich in die zweite Liga nach Bordeaux gewechselt und bin mit Bordeaux dann auch wieder aufgestiegen. Also deine Fußballkarriere ist eigentlich immer noch vom Erfolg geprägt. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber wie kommt man da jetzt eben als Ossi aus der Pfalz in Frankreich zurecht, auch mit der Sprache? Mit der Sprache, die haben wir dann gelernt. Also wir haben uns dann eine Privatlehrerin genommen, meine Frau und ich, haben die dann recht schnell gelernt, sodass wir im Restaurant bestellen konnten, dass ich mich mit den Spielern unterhalten konnte. Ja, und sonst liegt natürlich viel im Wein in Bordeaux. Also wie gesagt, ich bin zurückgeflogen, da hat der Bordeaux noch nicht geschmeckt. Aber wenn man dann vor Ort ist und man dann auch sieht, dass die Franzosen, damals durften wir auch nur zwei Ausländer in einer Mannschaft spielen, das war ja alles noch ein bisschen reguliert. Aber die Franzosen haben dann auch mal zum Mittag in Bordeaux getrunken. Ne? Das ist natürlich dann, und wenn man dann immer dabei bleibt, dann hat man auch selber Spaß daran. Und am Ende sind die Bordeaux-Weine auch ein Hobby geworden. Ja, ich habe es vorhin mitbekommen, als wir uns so unterhalten haben, also dich mit den anderen, die noch hier sind, unterhalten hast, du hast wirklich viel Ahnung von Wein irgendwie. Ja, ja, aber eher von Bordeaux-Wein, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich damals dann gekauft und gesammelt habe, ja, und wirklich gute Weine gekauft habe in einer entsprechenden Menge. Also als ich damals dann nach diesem einen Jahr dann nach Cannes gegangen bin, brauchte der Umzugswagen schon 3-4 Paletten mehr, weil da eben gewisse Weinflaschen mit umgezogen sind. Ja, du hast es gerade angesprochen, ein Jahr später von Bordeaux nach Cannes. Ja. Seid ihr aufgestiegen? Warum bist du nicht bei Bordeaux geblieben?
Es gab dann, also ich bin ja nach Bordeaux gekommen, in die zweite Liga. Bordeaux musste absteigen durch einen Finanzskandal. So, und dann haben wir uns ja wieder relativiert und haben uns, wie gesagt, erfolgreich, sind erfolgreich aufgestiegen. Da kann man auch noch eine Episode machen, weil das hatte ich auch noch nicht in meinem Leben. Ja, erzähl ruhig. Im vorletzten Spiel müssen wir gewinnen. Mannschaft hieß Saint-Sorin. Und wir gewinnen 3-0. Und es gibt nicht wie beim BFC Dynamo, sondern es gibt auch in Frankreich 3 Elfmeter. Ach. 3 Elfmeter in einem Spiel. Ich schieße die 3 Elfmeter und wir gewinnen 3-0. Also ich habe alle 3 reingemacht und wir gewinnen 3-0. Wahnsinn. Fahre dann nach Hause und komme wieder. Neue Saison vorbereitet und da kommt ein neuer Präsident, Alain Aufleloup, ein großer Brillenhersteller oder Brillenhersteller aus Frankreich, und hat gesagt: Rainer, ich habe noch 3 Brasilianer gekauft. Wir müssen für die erste Liga nochmal zulegen. Es dürfen so und so viele Ausländer nur spielen. Mhm. Ich gebe dich ab nach Cannes. Und dann habe ich gesagt: Aber Herr Aufleloup, ich habe noch 2 Jahre Vertrag, ich würde gerne hierbleiben. Nein, komm mal mit. Und dann habe ich natürlich meinen Spielerberater angerufen, den wir zur damaligen Zeit schon hatten. Und dann hat er gesagt: Komm, werde ich nicht. Wenn du spielen willst, schauen wir uns das mal an in Cannes. Mhm. Cannes war auch wieder zweite Liga. Also das heißt, ich bin dann nach Cannes gegangen und bin mit einem weiteren Franzosen getauscht worden. Mhm. Ach so. Ja, und gegen keinen geringeren als Cedric Zidane. Zidane ist dann im Gegenzug von Cannes zum Bordeaux gegangen. Und damit habe ich eigentlich auch Zidane die große Karriere eröffnet. Aber das ist wirklich eine gute Geschichte. Also das Wahnsinn. Sage ich auch immer wieder. Und so dann nach Cannes gegangen, in Cannes Fußball gespielt. Und mit Cannes natürlich wieder aufgestiegen. Der Wahnsinn. Ja, das ist ja. Obwohl ich dann nicht mehr so viel gespielt habe, weil ich dann doch einige Verletzungen auch hatte. Aber wie gesagt, in Bordeaux ganz klar aufgestiegen, als Erster in der Tabelle. In Cannes mussten wir, die Aufstiegsspiele hießen so eine Barrage, und in dieser Barrage habe ich auch fast alle Spiele gemacht und dann sind wir da auch wieder aufgestiegen. Ja. Wahnsinn, super, also tolle Karriere. Also ich bin immer mehr beeindruckt, das ist ja Wahnsinn. Du bist ja dann danach zum FC Zürich, wie alt warst du da? Ja, das war 33. 33. Aber ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben zu hart in der DDR trainiert. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Also du hast ja dann im Prinzip, du hast Kaiserslautern, du hast Bordeaux, du hast Cannes, du hast Zürich. Mhm. Wie ist denn der Unterschied zum Training gewesen? Mhm. Also erstmal gibt es natürlich von Land zu Land Mentalitätsunterschiede, ganz klar. Dass die alle rennen können und spielen können, das wissen wir auch. Also Kaiserslautern war schon bedeutend weniger vom Trainingsaufwand. Echt? Und natürlich mehr Nachbereitung und auch mehr physiotherapeutische Arbeit, also Massagen vor dem Spiel, nach dem Spiel. Also ganz anders aufgestellt als wir. Also wir hatten einen Physiotherapeuten, heutzutage gibt es 3 oder 4 oder 5. Also ganz, ganz anders. Und in Frankreich war es dann eben natürlich noch weniger. Also ich kann mich an meinen ersten Ausdauerlauf erinnern. Der vorne weg ist, war der Trainer Gernot Rohr, und alle anderen sind so dahinterher getrottet. Das konnte ich mir beim BFC nicht so vorstellen. Also da hast du eine Uhr umbekommen, sodass der Trainer dich immer kontrollieren konnte, bei welchem Puls du läufst. Also das war da anders. Also bei Bordeaux war es eine andere Geschichte. Also wie gesagt, da lief der Trainer vorne weg und die anderen alle so ein bisschen hinterher. Und da habe ich gedacht, ich als Ausländer bleib mal bisschen beim Trainer dran, kannst du erstmal nichts falsch machen. Aber ja, also wie gesagt, das, und dann sagte man in Frankreich immer, dass man eben 48 Stunden vor dem Spiel muss man ruhig machen und 48 Stunden nach dem Spiel muss man auch ruhig machen. Wow, also da bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Mensch, wenn wir früher hätten öfters reisen können, hätten wir vielleicht auch ein bisschen was noch übernehmen können. Ne? Ja, da stellt sich wirklich die große Frage. Ich weiß, dass unsere Oberliga-Trainer auch hospitiert haben. Auch in England waren oder da und da. Aber ich weiß nicht, was die mitgebracht haben oder ob die zur falschen Zeit da waren. Ich weiß es nicht. Aber da hätte man eigentlich schon Dinge sehen müssen, wie die arbeiten in anderen Clubs, und hätte man mehr übernehmen müssen. Wenn du heute so an die Zeit international zurückdenkst, was war die bessere Zeit? Ich möchte die Zeit von besser oder schlechter gar nicht. Also ich finde es einfach schön. Natürlich ist es heute der Kommerz unwahrscheinlich. Aber wissen Sie, wir haben früher so viele Dinge gemacht, wo nicht unbedingt immer das Handy bei war, dass man nicht über jede Zeit Bescheid wusste, was machen die Spieler jetzt gerade. Also ich finde die Zeit eigentlich jetzt nicht mehr schön,
Ja, und früher konnte man doch mal über die Stränge schlagen, das hat nicht gleich jeder mitbekommen. Heutzutage ist das eigentlich alles sehr gläsernd. Ja, das ist sofort Instagram, ne? Irgendeiner hat dich da mal fotografiert oder gesehen und dann ist schon die Hölle. Einer sieht dich immer. Ja. Und alle haben ein Handy bei. Ja, das ist ja wirklich, wirklich nicht mehr schön. Wie ist das, wenn du heute über die Straße gehst? Also wir haben uns ja heute Morgen auch sofort erkannt, also zumindest ich dich. Passiert das öfters, dass du durch die Stadt gehst und dir sagen, ach Ernst, können wir mal ein Foto machen oder so? Ja, passiert schon noch. Aber eher die ältere Generation, auch bei mir zu Hause in Neustrelitz, wo ich jetzt ja wieder lebe, hält der ein oder andere doch mal, wenn ich draußen mal mit dem Rasenmäher umherfahre oder so und sagen und dann, ach Herr Ernst, schön, dass Sie da sind und dann gibt es irgendeine Fußballgeschichte, als Maradona leider verstorben ist, haben Sie dann mal gegen Maradona gespielt und sowas, also dann kommen dann so eine Gespräche und ja, man kennt mich schon und wie gesagt, wir spielen ja diese Ostlegendenrunde. Also da finde ich immer toll, dass die Menschen, die da zu den Spielen kommen, so wirklich dankbar sind und auch so viel Fußballwissen der früheren Zeit haben. Du hast ja gerade gesagt, du spielst in der Ost-Traditionsmannschaft, trainiert von Atze Döschner. Wie ist das für dich, wie wichtig ist das für dich, dass du da deine, sag mal, alten Bekannten da immer mal wieder triffst? Also das muss man ehrlicherweise sagen, das ist wie eine Familienfeier, wie eine größere Familienfeier. Mhm. Wir haben es so eingeführt, dass wir daraus wirklich ein schönes Wochenende machen. Wir nehmen die Frauen mit, wir haben abends zusammen eine schöne Party zusammen und wir haben die Spieler, die wir alle kennen von früher, wo wir eigentlich doch jetzt 15 Jahre dann eigentlich die schönsten Jahre unseres Lebens dann vollbracht haben. Und wenn wir uns abends zusammensitzen, egal Magdeburg, Jena, Dresden, wie sie auch immer heißen, also der Bernd Wunderlich kommt oben von Stralsund, also sind eigentlich immer schöne Augenblicke und der eine weiß immer was zu erzählen, wo wir dann lachen können und wie gesagt, also die Zusammentreffen sind riesig und natürlich auch die Dankbarkeit des Publikums. Also wenn ich auch früher ja auch doch ein rotes Tuch war mit, wie ja schon gesagt, du hast ja selber gesagt, beim falschen Verein, dann habe ich heutzutage fast nur noch Freunde. Also ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Also ja, aber es ist so angenehm und man gibt den Menschen auch wieder mal einen Teil zurück, weil wir sind wirklich, ich sag mal, wenn man das Wort Star mal nimmt, aber wir sind Stars zum Anfassen. Ja. Also wir sitzen danach mit denen in der Runde, wir reden mit denen, wir kommen nicht auf den Platz und sind weg, sondern wir nehmen an den Volksfesten aktiv teil und sitzen mit denen dann zusammen und die haben Fragen und was sie schon immer wissen wollten und das machen wir dann auch. Das ist auch das Schöne. Liegt das aber auch vielleicht daran, dass wenn du heute so über den deutschen Fußball, also wenn es über den gesamtdeutschen Fußball geht, dass dann eher mehr über so den westdeutschen Fußball gesprochen wird als über den ostdeutschen Fußball? Ja, es hängt natürlich damit zusammen, wie viele ostdeutsche Mannschaften jetzt hochklassig spielen. Das ist natürlich, also wir sind ja alle froh, was da in Berlin abgeht mit Union. Das ist ja wirklich für den ostdeutschen Fußball eine feine Sache. Wir hoffen, dass sie das jetzt auch mit dem neuen Trainer wieder hinbekommen. Aber wie gesagt, auch nach 5, 6 Jahren ist das mal abgeschliffen. Also das heißt, dann muss man wechseln. Tut mir leid wegen dem Urs Fischer. Ja, und dann haben wir RB Leipzig. Wir können froh sein, dass das alles so passiert ist, dass wir Fußball in Leipzig haben, also Bundesliga-Fußball. Ja, und es fehlt natürlich die ein oder andere Mannschaft. Und ich glaube, das größte Potenzial hat nicht Hansa Rostock oder Magdeburg, sondern das größte liegt natürlich in Dresden. Und da ist es eigentlich ein Trauerspiel, dass die da unten in der dritten Liga rumkrebsen. Also da würde ich mir gerne wünschen, dass sie zumindest in der zweiten Liga oben mitmischen, weil da gehören sie mindestens hin. Ja, du siehst ja auch zum Beispiel die Regionalliga Nordost, im Nordostdeutschen Fußballverband, was da für Mannschaften sind. Ne? Erfurt, BFC. Ja, und jetzt steht Greifswald vorne, glaube ich. Ja, also FC Greifswald, ne? Erster. Ja. Wie siehst du die Entwicklung des Fußballs von damals zu heute? Na, erstmal spielt Geld das große Thema. Das große Thema ist das Geld. Und dann muss auch die Stadt, in der Stadt muss irgendwie produzierendes Gewerbe haben oder da muss Gewerbe genug da sein. Mhm. Und das haben wir natürlich eigentlich in Dresden. Ne? Das haben wir natürlich auch in Leipzig. Also es geht eigentlich nur über die Großstädte. Weil ich habe immer was dagegen, wenn da irgendwie ein Mäzen kommt, der natürlich Geld reinpumpt, aber der dann entscheidet, wie er Lust und Laune hat. Siehst du, also, Jena, ne? Jena war das genau. Ja mal eine Zeit lang. Also lieber auf viele Beine stellen das Ganze, aber und da fehlt mir zum Teil bei den Mannschaften in der sportlichen Leitung, da fehlt mir so ein bisschen das Wissen, glaube ich, einfach mal. Also da kommen dann auch Leute rein, die gerne durch den Fußball Ansehen erringen wollen, aber vom Fußballerischen keine Ahnung haben. Warum hast denn du nichts gemacht? Also du bist nie Trainer gewesen, du warst in keinem Verein irgendwo mal verantwortlich, du mit deiner Erfahrung und das, was wir gerade alle gehört haben hier, nur erfolgreich. Ja. Warum hast du dich noch nie in so einem Verein engagiert?
Also erstmal bin ich ja dann doch im Ausland rumgetingelt und bin dann irgendwo mal ein bisschen auch weg vom Schuss, sage ich jetzt einfach mal so. Dann natürlich noch mit der Schweiz, mit FC Zürich. Mhm. Und dann habe ich ja meine Fußballkarriere beim FSV Salmrohr ausklingen lassen. Ja, sehr erstaunlich. In der zweiten Bundesliga haben die damals auch gespielt. Ne? Nee, da war dritte Bundesliga, auch Regionalliga. Aber da, wie gesagt, da habe ich dann über 2,5 Jahre nochmal gespielt. Also dann auch wirklich so ein bisschen ausklingen lassen, was man ja auch als Sportler machen soll. Es stehen, also Trainer wollte ich eigentlich nie werden, weil ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich zu weich bin als Trainer. Ja, dass ich einfach nicht der harte Hund bin, den man eigentlich braucht, weil ich würde, ich glaube, dem einen oder anderen Spieler immer mehr gestatten, als lieb wäre. Dann geh mal zu Hans Meyer, der kann dir mal Tipps geben. Ja, das kann ich, ja. Oder Edard Geier. Ja, also das wollte ich, glaube ich, nicht, weil das bin ich, glaube ich, nicht, obwohl ich ja selbst das Studium in der DFK nicht gemacht habe, aber also ich hätte auch den Status natürlich als Bundesligaspieler, irgendwelche Trainerlehrgänge zu machen oder A-Scheine zu machen. Und ins Management hatte ich nicht die richtigen Kontakte. Also das hätte ich gerne gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil, wie gesagt, das liegt mir auch, glaube ich. Und wie gesagt, und da denke ich, es sollte nicht sein. Und könntest du dir das vorstellen, jetzt, wenn jemand kommt und sagt, Mensch, wir brauchen Verstärkung? Kommt keiner mehr. Nee, jetzt ist es 62 Jahre alt und wie gesagt, jetzt irgendwie. Ne? Nach dem Podcast kannst du darauf wetten. Also, liebe Vereinsverantwortliche, wenn ihr einen richtig guten braucht bei euch im Vorstand, kein Trainer, der ist ein bisschen zu weich, hat er selber gesagt, aber im Vorstand ist natürlich mit Sicherheit, mit seiner Erfahrung wärst du viel, viel wert. Also sowieso bist du auch so. Du hast vorhin gesagt, beim Traditionsteam trefft ihr euch, unterhaltet ihr euch. Gibt es vielleicht auch mal die Situation, dass ihr euch über ein Datum unterhaltet? Vielleicht sagte das 11. Oktober 1988. 11. Oktober. Mhm. 1988. Norddeutschland? Richtung Norddeutschland. Ja. Nähe von Hamburg? Ein bisschen unweit. Westlich? Ja, unweit. Fest fängt auch mit W an. Ja. Willy Lemke? Ja. Werder Bremen? Ja, okay. Ja, sagt mir natürlich was. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, 3-0 zu Hause gewonnen, wart eigentlich der ganz klare Sieger. Es war auch schon rausgegeben, dass ihr da die wegmacht. Die politische Führung hat klar festgelegt, Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus. Genau, der wahre deutsche Meister sollte da ermittelt werden. Genau, und dann das. Wie ist es ausgegangen in Bremen? Ich weiß gar nicht mehr. 5-0. Größte sportliche Niederlage. Ja. Wie war das damals? Ja, wie soll man es beschreiben? Ich kann vielleicht den nächsten Tag beschreiben. Wir sind ja am gleichen Tag zurückgekommen, also zurückgefahren mit unserem Icarus-Bus dann aus dem Stadion. Und wir Nationalspieler mussten um 8 Uhr schon beim DFV, also beim Deutschen Fußballverband, antreten und mussten unsere Leistung dokumentieren, mussten sagen, woran lag es. Ach Quatsch, echt? Ja. Und ich habe dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ich glaube, Zimmermann war der Präsident des DFV damals, habe zu ihm gesagt, dann irgendwann, aber Sie können sich das ja nicht vorstellen, ich habe kein Bein vors andere gekriegt, Sie haben ja noch nie auf einem Fußballplatz gestanden. Boah. Das war natürlich auch falsch. Ja. Meine anderen Nationalmannschaftskollegen, die haben die Hand vors Gesicht gehalten und mussten so leicht schmunzeln. Ja, so war es aber. Du stehst auf dem Platz, ist alles erstmal normal, liegst 1-0 zur Halbzeit zurück und dann kommt der kleine Hermann und schießt von 40 Meter in Winkel, dann steht 2-0 und dann auf einmal ist es dann auf uns wie eingeprasselt und wir verlieren 5-0. Eigentlich war es eine Garantie, dass, ich sag mal, du kommst mit dem 3-0, fährst du nach Bremen und sagst, ich habe Andreas Thom und Thomas Doll vorne im Sturm, ein Tor machst du immer. Dann bist du schon bei 1-4. Damals zählte noch die Auswärtstorregel. Genau, richtig, also war eigentlich ein Haken dran. Aber das war eben nicht so. Und deswegen sage ich mal, diese Niederlage schmerzt natürlich ganz besonders. Es war damals ja auch Staatsräson, wie man heute sagt, damals. Ja. Es waren zum Beispiel 2834 Kräfte des MFS dabei. Also zumindest war das alles so abgesichert drumherum. Also es sollte eigentlich wirklich wahrscheinlich die Meisterschaft, nicht der Herzen, sondern die absolute, der wahre deutsche Meister gekrönt werden. Ja, ich glaube, so auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Wichtigere
für Erich Mielke war noch, dass alle zurückgekommen sind. Deswegen wahrscheinlich dieses Aufgebot. Ja, weil also einmal hatten wir ein Treffen mit ihm und dann hat er eigentlich, also wir haben den auch nicht oft gesehen. Wir haben ihn eigentlich nur gesehen, wenn er irgendwo bei den Heimspielen da irgendwo oben saß, in seiner Loge da oben. Ja, und sonst haben wir ihn ein, zwei Mal im Jahr gesehen. Also wir hatten auch nicht ständig Kontakt mit ihm. Mhm. Aber wie gesagt, für den war es natürlich wichtig, nachdem ich ja bei einer Auslandsreise in Jugoslawien dabei war, als Falko Götz und Dirk Schlegel abgehauen sind. Ja, da war es natürlich für ihn viel wichtiger, dass wir alle wieder zurückkommen. Wie ist das? Lutz Sindemann war zum Beispiel mit Eigendorf zusammen auf dem Zimmer, als der weggegangen ist. Der wurde da in Beschlag genommen und gefragt, ob er das denn wusste. Wie war das bei dir, weil du gerade von Götz sprichst? Ja, damals wurde uns erklärt, dass die Falko Götz und Dirk Schlegel verhaftet haben, weil sie in einem Kaufhaus Sachen entwendet haben sollen. Das war der erste Tenor. Also es ist ja so gewesen beim BFC Dynamo, dass wir ja einen Luxus hatten. Wir sind, wenn wir per Flugzeug gereist sind, mit der Maschine von Erich Mielke geflogen. Ah. Ja, aber da war natürlich auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, immer der ein oder andere Aufpasser bei. Jetzt waren meistens mehr Aufpasser bei als Spieler. Mhm. Also der BFC durfte immer nur mit 15 Spielern fliegen. Also normal durften 16 gemeldet werden, aber der eine wurde schon mal wegrationalisiert, weil dann durfte einer im Anzug wieder mehr mitfliegen. Also wir hatten nur 15 und jetzt hauen vor dem Spiel noch Schlegel und Götz ab. Also hatten wir nur noch 13. Ach. Ja, also unser Co-Torwart Schwertner, der saß dann auch in Spielerkleidung mit auf der Bank. Ja, und es war für uns eine helle Aufregung natürlich, als die gesagt haben, die wurden eingesperrt, was sie natürlich zwei Tage später herausgestellt hat, dass das gar nicht so war. Wie hast du das aufgenommen, dass die da abgehauen sind? Hast du daran gedacht, Mensch, wäre ich noch mitgegangen? Nee, habe ich nie dran gedacht. Ich habe wirklich nie dran gedacht, weil ich einfach, mir ging es als Fußballer ja sehr, sehr gut, auch in der DDR. Mhm. Und ich habe dann auch natürlich gesehen, was man mit den Daheimgebliebenen, also mit den Eltern von Falko Götz gemacht hat, dem sie dann die Bäckerei weggenommen hat. Die Mutter hatte früher die ausländischen Künstler betreut, die dann in Kesselbuntes, die durfte dann nur noch sozialistische Künstler betreuen. Ach, also die wurden alle irgendwo dann doch bestraft für diese Sache. Und wie gesagt, es ging uns als Fußballer ja sehr, sehr gut in der DDR. Also warum? Ich habe nicht dran gedacht, da mal irgendwo, also mit keinem Moment. Und als kommen wir nochmal zurück auf den Tag nach dem 5:0. Wie habt ihr das verarbeitet? Weil das war ja eigentlich eine Riesenchance, ne? Ja, das war eine Riesenchance. Aber das Schöne ist am Fußball, das ist nicht so wie bei einem Leichtathlet, der olympische Spiele hat und der wieder dann das nächste große Ereignis. Du hast ja als Fußballer eigentlich entweder in der Woche zwei Spiele oder jede Woche ein Spiel. Und dann verlierst du 5:0 gegen Bremen, einmal scheidest aus, aber gewinnst am Wochenende das Pokalspiel gegen Vorwärts Stralsund. Ich sage einfach, dann ist das schon wieder irgendwie vergessen. Ja, das nagt zwar immer noch an deinem Selbstbewusstsein, auch heute noch ist das so ein bisschen eine kleine, aber wie gesagt, so schnelllebig ist dann der Fußball. Also du kannst dann auch wieder relativ schnell vergessen. Ne? Also auf jeden Fall. Gibt es abschließend für dich noch Dinge, die du vielleicht jungen Spielern heutzutage mitgeben willst, wo du sagst, das solltet ihr auf jeden Fall beachten, also strengt euch mehr an zum Beispiel, dann braucht ihr nicht so lange, bis ihr ganz erfolgreich seid oder gibt es irgendwas, was du jemandem sagen würdest, der sagt, ich würde gerne so erfolgreich sein wie Rainer Ernst? Na, was ich immer schön finde, ist diese Ballsportart oder eine Mannschaftssportart. Also weil man muss sich unterordnen. Also das finde ich viel, viel schöner, als wenn du eine Einzelsportart bist. Und ich meine, es ist schön, wenn du schaffst und Olympiasieger, Waldemar Schipinski, aber wie lange musst du alleine laufen oder sowas? Also diese Mannschaftssportart, also allein nicht nur die Sportart, aber das Unterordnen, dann doch mal der Star sein, also dieser Wechsel. Ich würde jedem raten, doch mit Fußball anzufangen, sage ich mal so, und dann einfach akribisch trainieren und relativ früh feststellen, ob man die Grundschnelligkeit hat, dass man mal relativ weit kommt. Das hätte mir, glaube ich, auch geholfen, ne? Also diese Grundschnelligkeit, einfach dahin zu gehen. Ja. Rainer, hast du noch irgendwelche Ziele so? Du sagst, du bist 62, hast das so komisch formuliert, mit 66 fängt das Leben erstmal an, also du hast noch 4 Jahre, bis es richtig anfängt. Ja. Hast du noch Ziele für dich gesetzt? Ja, natürlich möchte man alt werden. Aber auch mit meiner Frau natürlich möchten wir alt werden. Aber wie gesagt, das Ziel ist eigentlich, wenn ich es mal so gerade, lieber gute 25 Jahre, richtig gute, dass man gesund bleibt, als schlechte 30 oder 40. Ja, also wirklich Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Und das dann auch natürlich in der Familie.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Satz und muss sagen, die Zeit geht zu Ende. Ich könnte dich noch 1000 Sachen fragen, aber das machen wir bestimmt vielleicht mal irgendwann wieder. Lieber Rainer, schön, dass du da warst. Schön, Dankeschön. Dass ich die Zeit mit dir hier genießen durfte und dass du uns so einen Einblick gegeben hast, auch für die Hörer, in dein Leben, in ja auch so emotionale Dinge. Fand ich ganz, Bitteschön. Ganz toll. Ja, und ihr, liebe Hörer, wenn euch diese Episode natürlich gefallen hat, vergesst es nicht, sie zu teilen und euren Freunden in jedem Fall mitzuteilen, dass es das gibt. Es gibt sehr, sehr viele Fans des Ostfußballs, deswegen teilt das dann auch mit, um dann der Podcast oder den Podcast weiter zu empfehlen. Bleibt dran für weitere aufregende Geschichten, Analysen und Gespräche rund um den DDR-Fußball hier im digitalen Fußballpanorama bei Panorama Digital. Bleibt also sportlich und vor allen Dingen bleibt am Ball. Euer Norman Landgraf. Tschüss, macht's gut. Tschüss, Rainer. Danke. Tschüss.